Du neigst dazu, schnell durchzubrennen? Dein Kopf ist manchmal heiß wie eine Glühbirne und du fühlst dich oft hell erleuchtet? Oh, das klingt gar nicht gut, sondern nach einer schweren Form von hellem Köpfchen. Also lieber schnell ab ins Two Point Hospital. Wir freuen uns darauf, dich in einer unserer 15 Spezialkliniken in Two Point County begrüßen zu dürfen. Bei unseren fähigen Ärzten bist du mit jedem Wehwehchen in guten Händen. Von der ersten Diagnose bis zur erfolgreichen Behandlung begleiten wir dich auf jedem Schritt deines Heilungsprozesses. Also bloß nicht den Kopf verlieren, sondern gleich ins Two Point Hospital kommen. Wir heilen alles außer Lupus. Two Point Hospital ist der geistige Nachfolger des Bullfrog-Klassikers Theme Hospital. Mit Gary Carr und Mark Webley sind sogar die gleichen Entwickler wie damals verantwortlich. Und diese enge Verwandtschaft zum Original, die erkennt man auf den ersten Blick. Wobei Two Point Hospital natürlich wesentlich besser aussieht als der im Jahr 1997 erschienene Pixel-Klassiker. Der Cartoon-Look ist nett anzuschauen und die Ärzte und Patienten wackeln so liebevoll animiert durch unser Krankenhaus, dass sie gekonnt von den etwas sterilen Umgebungstexturen ablenken. Das Highlight sind aber wieder mal die skurrilen Krankheiten und ihre witzigen Behandlungsmethoden. Schon die Beschreibungstexte der verschiedenen Gebrechen sorgen für Lacher, noch besser wird's aber, wenn ihr bei der Behandlung zuguckt. Die Clowns hier leiden zum Beispiel unter Narzissmus. Um ihnen die ständigen Scherze auszutreiben, hilft da nur die nicht ganz angenehme Behandlung im Deprimator. Im neuen Kittel steckt aber eigentlich noch das gleiche Spiel wie damals. Schlimm? Nö, denn Theme Hospital war ja schließlich nicht umsonst ein Hit. Two Point Hospital beweist vielmehr, dass das geniale Spielprinzip auch nach 21 Jahren noch tadellos funktioniert. Die Mischung aus Wirtschaftssimulation und Aufbauspiel ist also nicht nur was für Nostalgiker, sondern auch für jüngere Spieler, die das Original gar nicht kennen. Auf unserem Weg zum Krankenhausmogul sollen wir in Two Point County 15 Privatkliniken aus dem Boden stampfen. Und das funktioniert erstmal immer gleich. Mit wenigen Klicks ziehen wir im vorgegebenen Grundriss Arztpraxen, Apotheken und weiterführende Diagnose- und Behandlungsräume hoch und statten sie mit medizinischem Gerät und Deko aus. Im Gegensatz zu früher geht das jetzt auch ganz in Ruhe im Pausemodus. Die Zimmer möglichst clever in den vorhandenen Platz zu quetschen, macht eigentlich eine Menge Spaß. Allerdings brauchen wir in jedem Hospital die gleichen Räume, teilweise sogar mehrfach. Und spätestens nach der fünften Wiederholung wünschen wir uns sehnlichst eine Möglichkeit, Raumdesigns zu speichern und fertige Zimmer mit nur einem Klick zu platzieren. Weil die Patienten eines Krankenhauses normalerweise nicht von selbst gesund werden, stellen wir Ärzte und Pfleger ein. Assistenten besetzen außerdem den Empfang und Hausmeister schrubben die Flure, reparieren Gerätschaften und fangen die Geister der Patienten, die ja trotz professionellster Behandlung leider verschieden sind. Jeder potenzielle Mitarbeiter bringt eigene Qualifikationen und Eigenschaften mit und hat dementsprechende Gehaltsforderungen. Klar, so ein Medizinstudent direkt von der Uni einzustellen ist billig, dafür ist das Risiko höher, dass ein unerfahrener Arzt einen Patienten versehentlich, ja, zum Geist macht. Also doch lieber mehr Knete für einen erfahrenen Doktor ausgeben? Vor solchen Fragen stehen wir in Two Point Hospital ständig. Als Krankenhausmanager dreht sich für uns schließlich am Ende alles ums Geld. Dank hilfreicher Menüs und Übersichten finden wir aber immer schnell raus, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt und können dementsprechend handeln. Deshalb und weil die Missionsziele der Level erstmal ziemlich simpel sind, kommen wir eigentlich nie in finanzielle Bedrängnis. Nicht mal wenn unser Krankenhaus regelmäßig von Erdbeben durchgeschüttelt wird, haben wir ein Problem, den ersten Stern für unser Haus einzuheimsen und so das nächste Level freizuschalten. Trotzdem kann man Two Point Hospital nicht pauschal als zu leicht abstempeln, denn ihr könnt in jedem Level nicht nur einen, sondern auch einen zweiten und dritten Stern einsacken. Die Missionsziele dafür sind dann deutlich kniffliger zu erreichen und erfordern dann doch ordentliches Management. Teilweise ist es sogar sinnvoll, erstmal ein anderes Level zu spielen und später in ein früheres Krankenhaus zurückzukehren. Neue Behandlungsmethoden, Fortbildungen für eure Ärzte oder Marketingmaßnahmen werden nämlich erst später in der Kampagne freigeschaltet, sind ab diesem Zeitpunkt aber in jedem Hospital verfügbar.
Ein durchaus motivierendes System, das allerdings nicht drüber hinwegtäuschen kann, dass sich viele der 15 Level im Grunde doch sehr ähnlich spielen. Trotz dieser kleinen Mängel kann ich euch Two Point Hospital aber absolut empfehlen. Gary Carr und Mark Webley haben es geschafft, ihren Klassiker auf hervorragende Art wiederzubeleben. Herr Doktor, der Patient lebt.